Bevor das Video losgeht, möchte ich einmal kurz mich entschuldigen, dass bei der Aufnahme diesmal kein Melder zu sehen ist, da mein Aufnahmeprogramm leider das Game direkt aufgenommen hat und nicht, ja, wie eigentlich gewollt, den Desktop mit dem Melder. Deswegen wundert euch nicht, dass kein Melder dabei ist und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim eigentlichen Video. Hallo und herzlich willkommen, ihr Xperia Gaming Freunde. Ich bin euer Fabian und mit dabei sind Tom, Alex, Matze und Thomas natürlich. Ja, im Hintergrund ist Gustav alias Patrick, welcher momentan AFK ist aufgrund von Fresssucht. Nein, Spaß. Alles klar. Ich glaube, du hast den Alex vergessen. Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Hab ich gesagt. Ja, hat er. Unseren Rettungsdienstler. Tom? Ja. Müssen wir noch ein bisschen aufräumen, ja? Ich komme gleich wieder, ich fahre ihm zur Gemeinde, klär den ganzen Kram eben ab, dass wir die Fahrzeuge durchgeprügelt kriegen. Ja, ey, ich räume noch mal ein bisschen auf. Ja, fähig hier nochmal gut durch. Ja, prüfen wir mal die Fahrzeuge alle. Bin ja gleich wieder da. Ja. Was mir da gerade noch einfällt, wir müssen auch wieder Ölwindel mit aufs Elektro. Wo ich die Säcke hier gerade sehe. Oh. Matze, steigst du mal aus da? Was machst du hier? Ah, weiß ich auch nicht. Geh an die Arbeit. Tu was für dein Geld. Und gucken wir mal. Wassertank ist voll, ja gut. Da passt auch. Oh, Funknummer haben sie gerne. Nice! Ausrüstung ist komplett. Guten Nachmittag, guten Morgen. Hallo Tom. Ja, was mir gerade auffällt, kannst du eventuell noch ein Rückfahrlicht besorgen? Ja, guck, das bringe ich mit. Weiß nicht, ich hoffe, einer, das ist glaube ich bei unserem LF1 kaputt gegangen. Das hat so ein Ditch in der Scheibe. Oder ich hoffe, jetzt kommt nichts. Ich muss eben diese Besprechung noch machen. Ich weiß nicht, ob ich das sonst schaffe, weil ich ja. Hier kann ich jetzt noch nicht wegrennen. Gut. Ist Matze noch da? Aber Matze! Ich kümmere mich drum. Jo. Bringen wir ihm Atemluftflasche 300 Bar. Für die Drehleiter und für die. Wir haben hier zwei Beantragungen gehabt: einmal der GW L und einmal die Drehleiter. Ja, die 32, ja, genau. Von Iveco. Beide sind von der Firma Ziegler. Richtig. Ja, jetzt bräuchte ich einmal die Unterschrift von Ihnen. Das sind zweimal die Kaufverträge hatten Sie ja schon unterzeichnet. Nur das ist jetzt für die nochmal die Bestätigung. Wir fahren nämlich, die Fahrzeuge sind soweit fertig. Hier zum LF. Und jetzt, nächste Woche ist Abgabe, übermorgen ist Abgabetermin. Jo, eingeladen. Abholtermin, dann müssen die Fahrzeuge noch in unsere Werkstatt. Dort werden die dann noch geprüft und nix einladen, tauschen. Mit PA-Gerät hinten rechts. Und zusätzlich habe ich hier noch die Einladung für Sie. Denn zum Wochenende hin werden die Fahrzeuge dann eingeweiht. Wir haben das Festzelt organisiert. Und ja, den Rest organisieren wir auch über uns. Und ja, wie gesagt, ich bräuchte nur die Unterschriften auf den beiden Kaufverträgen noch. Also ich habe es einmal unterzeichnet und Sie müssen es nochmal gegenzeichnen. Ja, genauso das passt. Wie bei den, mit der Erziehungsberechtigten. Ja, genau. Ja. Und ja, dann nochmal das Dokument hier, dass ich die Bevollmächtigung kriege, den Vertrag fürs Abholen zu unterschreiben. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Das ist immer so viel Ruhe und Gemache. Okay, dann hätten wir das schon mal abgearbeitet. Ich hatte schon mit Ihrem Kollegen darüber gesprochen. Zwei Fahrzeuge müssen wir noch beantragen. Das ist einmal der RW für die Wache 2 und noch einmal dieses Fahrzeug, auch für die Wache 2. Ja, der GWL außerdem geht später ja auch rüber und die DL kommt zu uns. Das Fahrzeug ist für unsere Norm ein Muss, weil wir... Wie gesagt, die Anträge muss ich noch stellen. Ich lasse ihn erstmal hier. So, gut. Fahrzeuge und dann reden wir da. Ich komme dann die alles mal. Klar. Matze! Die Bestätigung. HLF, ich nehme das LF. Wobei, warte. Weg, fahr mit dem EW, fahr du mit dem HLF hinterher.
Ilvi muss damit hin, leider Gottes. Ja, geh's mal auf. Wo müssen wir denn hin? Hallo Patrick? Gewässer. Ja, moin. Gewässer. Warum? Der Billig vom Feuerwehr auf bin jetzt Dienst da. Also, okay. Ja, lebensgefährdete Person. Was falsch gefahren, ne? Leitstelle von 12F1. Leitstelle, was? Frage: Haben Sie eine genauere Beschreibung als Gewässer? Irgendwie eine markante Nummer, zum Beispiel Feld oder ähnliches? Moin. Das ist negativ. Jo. Schauen Sie auf Ihre Minimap. Der sagt mir auch viel, ne? Gewässer, Gewässer. Oh, Gewässer. Gut, fahren wir mal. 12.42.2 von 12. 17.2 kommen. Hä? 12.42.2 gefahren. Ja, Frage: Haben Sie die Einsatzstelle bereits erreicht? Ja, ist positiv. Wir sehen aber noch kein Auto. Ja, das ist verstanden. Ich bin unterwegs. 12.42.2 Stadt 4. Angriffsgruppe geht in die Richtung, Wassertruppe geht die und wir gucken hier den Fluss ab. Kann ja nicht wahr sein. Oh, hier hinten ist was. Gut, dann holen wir es. Hoppala. Ja, aber das ist Robert. Welche Funkrufnummer hat der RTW? Steht hinten drauf. Hinten auf der Tür. Ah, 44, 83, 12. 45, 83, 12. Das ist 3. Das ist verstanden. Patrick, wir müssen schnell das Fahrzeug sichern. Das rutscht schon das Seite ab. Warte. Halt, dreh so um, dass ich hinten das Seil bringen kann. So, noch ein Stück. Aber wenn ich die Star fassen muss, die Star. Stabi, ich hab den Namen nicht mehr im Mund. Stabile Seitenlage. Nein, nein. So. Tom, entschuldige, dass ich deine Leute jetzt mal gerade die ihre zweimal die Stabfass, ich nenne sie jetzt einfach diese Stabilisatoren anbauen und das Fahrzeug einmal von unten versuchen zu sichern, dass das nicht noch weiter nach unten rutschen kann. Zusätzlich den Rest übernimmt Tom. Ich kümmere mich um die Betreuung, meine Füße sind eh schon nass. Jo. Ah, das Auto. 12-11, ein Status hier. Sollen Sie ganz ruhig. Standen. Boah. Ich alle in Einsatzklamotten, bis auf welche in Privatklamotten. Stellen wir uns mal hier hin. Stehen zwar ein bisschen scheiße, aber gut. So. So. Hier, Frodedach, was liegt an? Ja, wie ich sehe, Fahrzeug. Ja, Person ist da drin. Der und uns da was irgendwie rauszukriegen, ohne dass die nass wird oder sonst was. Da noch unten anzubauen. Ja, jo. Gut. Gut, dann hole ich mal eine gelbe Weste aus dem Auto. Gelbe Weste. So, jetzt. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir helfen Ihnen. Fabian, was hast du vor? Tom muss sagen, was er vorhat. Tom ist hier der Gruppenführer. Tom, was hast du vor? Ich hab mich schon wenn zu viel eingelegt. Wenn das Haarlash da ist, können wir versuchen aufzubanken und durch die Frontschutzscheibe die Person rauszuholen. Ach stimmt, ja. unser Aggregat und unsere, Ja, Fabian, wir gehen nachher nochmal hinterher. Haben wir nicht die Möglichkeit, sonst das Fahrzeug rauszuziehen mit eurem Fahrzeug hier, oder hat das zu wenig PS? Die Person ist zu getroffen. Matze, kommt hier hinten mal rum, andere Seite. Ich hol ihn hin. Ja? Ich hol ihn hier hin.
Du fährst hier durch und bleibst dann vorne beim Eingang stehen und dann holen dann mit Trage Matze vor, hinter dir, damit wir Platz haben zum Arbeiten. Jo. Matze, rückwärts. Eine scheiß Arbeit. Rückwärts. Weiter, wird Zeit, dass wir die DL weiter, bekommen und die Hub, Alter. Weiter, stopp. Falls es genehmigt wird. Komm hier rein. Ja, nach hinten können wir noch weiter abstabilisieren, dann können wir doch vernünftig arbeiten. Ja, vor allem, wir müssen nicht unbedingt immer hier sitzen, ne? Du kannst ja dann schön mit dem Korb rangehen und arbeiten. Man muss nicht unnötig nass werden. Meine Füße sind eh schon nass. Ja, gut, aber... Ich meine nur, ne? Ich bin auch im Privatklamotten hier, ich bin gleich mit dem LKW hergekommen. Ja, man sieht's. So, rein, einlenken, los, komm, einlenken, komplett. So, und... Mit so, Zapfwelle. Warte, das in den Aufbau am Eck, Jas. Nein! Oh! Ja! Oh Gott, wir können bald Einsatzstatus wechseln. TH3. Los, weiter, komm. Ich glaub, die hier drüben ist einfach weg. Sehr Moment, gut, dass ich das heile. Jo! Mensch! Oh, wir haben eine Geburt. Wir brauchen einen Rettungssatz und die... Ja, war eine schwere Geburt, das HLF hierher zu fahren. Oh. Ja, kann ich hier nichts für. Jo, Frontschutzscheibe bekommen wir wenigstens. HLF da lang. Hab ich da lang geschickt. Ich hätte ja auch flott hingekriegt. Patrick, ich schlage die Rettungsscheibe ein und du setzt dich daneben hin und suchst eine Decke und Helm auf den Kopf. Ja, du klebst aber nicht noch. Die Dachen sind da. Okay. Danke. Bitte. Ich denke, wir müssen nach vorne wegholen, oder? Was sagt ja, der Sanitäter hier? Mein Matze, habt ihr noch 15 oder? Ja. Ja, haben wir. So, Scheibe ist durch. Fabian, habt ihr Batterie schon abgeklemmt? Nee, ich mache immer. Matze! Okay. Ja. Hol mal Spreizer und sowas, damit wir die Tür gleich noch öffnen können. Morgen. Ab. So. Thomas. Decke und Helm ist raus. Hä? Ich bin geschützt. Lass Frontschutzscheibe und Scheibe hier raushauen. Und dann kann Scheibe vorne ist schon durchgesägt. 12301. Und Scheibe kannst du schlecht durchhauen, sonst kriegt er die ganzen Scherben ab. Leitstelle, was? Die Person ist gesichert. Ich krieg keine Scherben ab. 12301. 12301, hört. Lagemeldung von Einsatzstelle. Ja, folgende Lage. PKW und Personen in Wasser sind mit, lass mich kurz sehen, 2, 4 Fahrzeugen vor Ort. Und 5 Einsatzkräften. Dazu noch ein RTW. Komm hin. Weitere Fahrzeuge werden nicht benötigt. Negativ, kommen. Ja, das ist verstanden. Dann gebe ich die Information weiter, dass keine weiteren Fahrzeuge durchfahren. Thomas, wir machen ja, das so. Verstanden. Ende. Vorne die Säule durch. Dann auf der anderen Seite ebenfalls klappen das Dach. Ganz normal durchschneiden. Dach umklappen, Person raus. Halt, Matze! Kann mir noch jemand einen Helm geben? Matze! Ja. Hier, nimm meinen. Dein Trupp soll mit Schere, Spreizer vor. Sollen durchschneiden, Dach umklappen. Danke. Und wird vom LF der Wache 2 unterstützt. Ne? Zum Einsatz fertig. Los! Ich will hier weg. Es wird mir jetzt langsam zu gefährlich mit den Autos. Ja, wir holen unseren Spreizer auch noch raus, dann hätte was. Ja, Matze, mach's doch mal! Matze ist stumm geworden. Oh. Gustav, wie geht's der Person da drinnen? Ach, gut. Na, alles klar. Also. Bei uns ist noch durch. Kein Wasser in der Lunge. Zumindest so wie ich hier konnte. Ja, Säule ist durch und warte. Alles klar, durchgeschnitten und umklappen. So. Ah! Jetzt
Frage. Ich hab die schon jetzt. Ja. Spineboard erstmal und dann. Sanitäter, hierher! Spineboard, nehmt ihn erstmal auf das Spineboard. So, Achtung, wir brauchen mehr Leute. Leute, wir brauchen mehr Leute. Ja, LF, HLF, unterstützen, los! So, vorsichtig. Der Sani gibt die Befehle. Und dann über die Motorhaube nach vorne. Sani! Komm her, du! Trauer, du Klappstuhl, los! Auf drei rausheben! Eins, zwei, drei! So, langsam nach vorne, weg und dann zur Trage. Oh, nicht durchs Fahrzeug durchlaufen. Fabian, ich nehme Auto dann gleich mit, wa? So, die Trage steht hier. Leitstelle von 12.03.01. Leitstelle, ja. Aber in den RTW. So, Freunde, Lagemeldung. Dach aufgeklappt, Person gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Somit für uns, nachdem wir das Fahrzeug rausgezogen haben, Einsatzende. Alex, du kannst auch Taste 4 drücken. Dann hast du noch mehr Blaulicht. Ja, hab ich ja vorne. Ich hab vorne Frontblitz an. Ja, hier, RTW los, Person ins Krankenhaus, ist gerettet. 44, 83, 12. Auto gleich auf dem LKW drauf. 12, 42, 2 von 12, 11, 1. 12, 42, gehört. Bleiben Sie bitte noch einmal mit dem 12, lass mich kurz gucken, 12, 83, 1 an der Einsatzstelle. Und ziehen Sie das Fahrzeug noch bitte aus dem Teich raus, für alle anderen Einsatzende. Da steht 83.1 drauf. Da steht 43. 43, ist doch alles übrig, komm. So, Fabian, komm mal. Dann ist es jetzt 84, alles mal 2. Leitstelle von 45, 83, 12, komm. Leitstelle hört. War der PLF weg? Eine Anmeldung fürs BWK, komm. Ja, verstanden. Ende. Lass. So, und jetzt? Komm. Lass mich doch mit Seil bitte vom Eckhoff mit nach. Feuer. Wir haben ihn jetzt aber stabil dran, ich muss mit dem rausziehen. So, Leute. Ich denke mal, die Bergung könnt ihr euch zum Teil eigentlich auch denken, oder nicht, Fabi? Ne, sieht ja alles gleich aus. Die Bergung ist ja wie täglich. So, dann würde ich sagen, haust rein, bis zur nächsten Aufnahme. Haust rein, haust raus, bis zur nächsten Besichtigung. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.